Am Donnerstagvormittag gastierte die Papa Tour in Bregenz. Dabei handelt es sich um eine Radsport- und Informationsveranstaltung, organisiert von diversen Väterinitiativen. Die Papa Tour soll eine fröhliche Botschaft trotz allen Leids des Väter, Kinder und auch die vielen Anverwandten, wenn Väterrechte so dramatisch schlecht behandelt werden wie heutzutage, soll trotz alledem eine fröhliche Botschaft verstrahlen und sagen, wir sind Väter, die für ihre Kinder da sein wollen, für diese Väter und nur für diese sprechen wir. Und für diese sprechen wir auch und sagen, wir wünschen uns, dass wir für unsere Kinder auch so da sein dürfen, wie wir das wollen. Und wir wollen ausdrücken mit dieser Sportveranstaltung, dass wir dafür bereit sind, etwas zu tun. Jetzt treten wir in die Pedale, aber morgen gehen wir her und wollen die Politik verändern. Wir wollen, dass sich etwas verändert in den Gesetzen, in den Ämtern, in der Rechtsprechung, in unserer Behandlung, dass wir genauso als Elternteile aktiv sein können und dieselben Ansprüche auf das Glück mit unseren Kindern und auf das Glück der Kinder mit uns, auf eine gemeinsame Zukunft haben zu dürfen. Wie viele Teilnehmer werden nun an dieser Papa-Tour teilnehmen und wo macht sie überall Halt? Nun, wir haben 10 Stammfahrer, die beißen tatsächlich von Bregenz bis nach Hamburg durch. Und auf allen Etappen werden sich durch rege Mitarbeit sämtlicher Väterorganisaduationen von Bregenz, von Vaduz, von Zürich weg über Straßburg bis über alle deutschen Etappen, werden sich immer wieder Mitfahrer anschließen, die Teilstücke mitfahren und damit kundgeben, dass auch sie am selben Strang ziehen wie die Initiatoren der Papa Tour.